Ich hätte so Bock gehabt, jetzt Sebo um 10 Subs ärmer ja, zu machen. Oh, ja. In einen reindroppen, Alter. Ja, ich hätte so reingedroppt so in dein Arschloch. Ich hätte die Fresse gedroppt. Und er weiß einfach nicht, wie oft mit ich meinem, schon Erster wurde hier, Alter. Ich würde dir mit meinem Fuß in den Arsch droppen, Alter, Sebo. Ja, genau. Du würdest weinen einfach, weil ich schon. Einfach mit meiner Faust würde ich so derbe in dein Kind oh, reindroppen. Oh, warte mal, okay, warte mal. Ich soll euch was schicken, damit können wir auf jeden Fall. Danke für dein Tier 1 am 11. Monat, Alter, Harmanns. Okay. Ihr dürft das aber auf keinen Fall im Stream jetzt musst zeigen. Musst du Sumatra sagen. Ach, und ah, ey, wer, ey, also wer die IP von euch zeigt, wirklich, der ist, der zahlt alles, was dann an Kosten entsteht, okay? Ja, oh, Schadensersatz. Rumatra. Das will ich dann, glaube ich, gar nicht. 20.000 Euro Schadensersatz. Let's go. So, und jetzt Rumatra gegen Sebo. Ja, und wir gucken zu. Und wir müssen die auslachen. Ja, der Sebo hat das schon ein paar Mal gespielt, oder was? Um der mega unfair. Oh, Rumatra weint schon vorher. Kann ich Sebo ist auf jeden Fall schon trainierter da drinne. Kann ich spectaten? Bisschen, ne? T/ Ich muss erstmal wieder reinkommen, holy. Mode. Spectate. Ich hatte es doch geschafft. Zack. Set Home Game Mode to Spectate Mode. Okay, jetzt drücke ich 1. Ah, okay, ich schaff das auch nicht. Rumatra zur Info, Alter, ich bin schon so oft ausgerastet. Bei Drop oder was? Kann ich die Leuten schnell länger zugucken? Du kannst wo muss ich denn hin, wenn ich unten bin? Ach, in das Portal. Ins Portal, ja. Ins Portal. So, jetzt musst du hinter den Herr wieder teleportieren, ne? Damit du in der nächsten Dings bist. Dann drücke ich 2 oder 2 gedrückt halten, das muss ich machen. Wenn du an einem dran bist, dann machst du Linksklick, dann gehst du in seine Perspektive. Ah, ich bin drin. Okay, Rumatra, schau dir jetzt zu, du Arsch. Ich guck bei Sebo, daneben. Und 10 Subgifts. Boah, da war weit und breit kein Wasser, Rumatra, ne? Ich weiß. Ich weiß. Oh, direkt aus erster Spinnennetz, Rumatra. Auf welcher Stage ist denn Sebo gerade? Sebo liegt vorne, steht bei mir. Oh, Rumatra. Da geht's jetzt darum, möglichst schnell den Weg zu finden. Ja, das. Oh, Rumatra ist im Wasser. Oh, das Hinterhergehen geht jetzt auch. Das haben wir übrigens auch jetzt gefixt bekommen und so. Geil. Ich wurde einfach vom Server geworfen. Läuft der gerade stabil, Alter? Ah! Reapers, wir kriegen DDoS-Attacken des Todes, aber ich schick dir was, dann klappt das. Du musst mir was schicken. Ja. Ja, du darfst es aber auf keinen auf gar Fall keinen irgendwie uns sonst zeigen. 15.000 Euro Schadensersatz. Irgendwie sowas dachten die ganze Zeit. Ich hafte Alter. Dafür nicht. Rumatra. Rumatra liegt vorn, Sebo. Ja. Aber jetzt ist er gerade richtig schön. Was hab ich hier eine Kochmütze auf, hä? Dann haben wir die. Ja, Sebo hat zum ersten Mal geschafft, Rumatra, hallo? Hä, hey, ich. Verarscht der mich? Bin zu dumm. Oh, nee, da ist die Scheiß-Map. Die mag ich nicht. Mir was zu essen. Nee, die hasse ich, ehrlich. Oh, Rumatra, das ist hart, ne? Bist du zufrieden mit deiner Leistung bis hierher? Oh, nein. Das hättest du gern geschafft. Das wär's gewesen. Jetzt ist dein Ehrgeiz gepackt. Ja. Es geht um 10 Subgifts. Und um die Ehre. Ich hab die ganzen Level schon einmal geschafft. Ja, ich spiele die zum ersten Mal. Ich spiele die zum ersten Mal. Hä, Sebo spielt das einfach zum dritten Mal. Der sagt so, oh, die Map, die ist echt übel. Aber Rumatra schlägt sich echt gut. Also Sebo ist hier die ganze Zeit, der küsst die ganze Zeit das Holz. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist ja auch. Hey, ich bin doch drin. Was? Hä? Rumatra? Rumatra! Oh, Sebo. Ja, was denn? Du musst durch das Loch beim blauen Rumatra Ballon. Rumatra hat's geschafft. Er ist ach, dann muss es weiter, dann muss es weiter, dann geht's noch weiter. Ja, ja, die hat drei Stages, ja. Die Map. Ja, deswegen sag ich ja. Die Map. Ja. Wow, Rumatra hat's instant wieder geschafft. Kevin, lad mich ein, wenn fertig, ne? Ich schaff das nicht. Ja, also wir sind gerade in der Runde. Wenn die durch ist, dann können wir direkt die nächste machen wieder. Das schaffe ich nicht. Na, jetzt ist wieder komplett verloren alles. Nee, er ist wieder online. Nee, das schaffe ich nicht. Da war auch jetzt, aber an der Stelle muss man halt sagen, ne? Also ihr seht ja, wir sind jetzt gerade über einen anderen Weg reingegangen. Es läuft alles problemlos. Das liegt halt gerade 100% am DDoS. Ja. Tut mir für die Spieler halt enorm leid, ne? Aber da sind wir machtlos. Oh, Rumatra ist on fire! Gekommen. Oh, Sebo ist auch ganz dicht auf den Fersen. Rumatra, wie fühlst du dich, dass du es so weit geschafft hast bisher? Sehr gut. Oh, Sebo, hörst du das? Lass das nicht auf dir sitzen. Herr Rumatra schafft es immer. Sebo, wie fühlst du dich, dass Rumatra ohne solche Übungen so gut ist? Ja, das ärgert ihn. Das Ding ist, ich bin halt nicht 35. Treffer! Du wirst gleich so auf Fresse. Rumatra ist älter als Sebo, ne? Ja. Finde ich geil. Rumatra ist echt älter als Sebo. Sebo ist hier wieder gefühlt der Jüngste und wird immer als 40-jähriger Boomer abgestempelt. Das würde mir schon stinken. Mir geht's gut. Alles normal. Klar geht's dir gut in dem Alter.
Peter, kannst du irgendwo anders zugucken? Nein. Okay, jetzt ich muss. Max muss Rumatra provozieren und ich muss dich eigentlich triggern. Chat, wo beindet man. Ach, scheiße. Chat, wo beindet ich C auf Dingensong? Oh, du hast es fast geschafft, Sebo. Ja. Oh, aber bringt ja nichts. Bist du wieder von vorne. Aber danach kommt direkt noch eine Stage, ne? Die hat drei Stages. Sag mir genau, welche Steps ich gehen muss. Ah. Nee, oder? Ich glaube, danach kommt noch eine Map. Das ist jetzt. Oder wie viele grüne Striche habt ihr unten in der Mitte? Kann gerade nicht gucken. 4. Ja, dann kommt danach noch eine Karte. Boah, das wär's gewesen, Rumatra, ne? Du kleiner Scheißkerl. Mann, das macht dich so sauer. Ja, ne? Ich hab letztes Mal schon beim Test fast was kaputt gemacht hier. Ich jetzt schon auf 180. Aber Rumatra ist jetzt online. Der ist jetzt richtig online. Ja. Und dann die sind aber machbar, die Karten. Man muss es einfach nur das Loch finden immer. Ach. It's what he says. Oh yeah. Machbar ist es. Ich wollte das für Sebo nochmal betonen. Was? Rumatra, nein. Ah, okay, da, okay. Okay, jetzt habe ich es da an der Ecke. Ey, ich habe so Bock, Community-Runden zu machen. Und so eine richtige Hardcore-Map, die keiner schafft. Keiner hilft, und wenn es dann einer schafft, kriegt er 1000 Euro. Und aber alle werden so upragen. Verstehst du, was ich meine, G-Time? Ja. Ich werde tausende Leute aus meiner Community, die werden so aggressiv sein. Auf Knopfdruck kann ich tausende Leute aggressiv machen. Das ist doch geil. Du könntest so ein übelstes Format machen. Das Problem ist, du kannst hier nicht. Weil, wenn es nicht auf C wäre. Weil da musst du ja jederzeit rechnen damit, dass die voll ausraten. Wenn das nicht auf C wäre, hätte ich schon längst geschafft. Wem guckst du gerade zu? Ich schaue gerade Rumatra zu. Ja, Rumatra, du musst. Rumatra, ich kenne dich besser, sag ich. Die Maps sind gejinxed. Ich war gerade im Loch, genau im Loch, und bin ich durchgegangen. Stage, das gibt's nicht! Hat's Rumatra geschafft? Letzte Stage gerade. Ach, das ist gerade das. Nein, das Blaue ist kein Wasser. Triggert der Modus, Rumatra. Rumatra wollte unbedingt spielen. Digga, der ist jetzt richtig on fire. Der schafft es jeden Run nach unten. Nee, ey, du hast es nicht getroffen, Sebo. Der ist wieder letzte Stage, Guck mal, Rumatra schafft's auch, Sebo. Du musst jedes Mal schafft genau die Mitte treffen. Oh mein Gott, Sebo! Du Scheißkerl! Wo jetzt? Rumatra ist unten. Komm schon, Sebo, stell dich an. Alter, was für eine geile Anzeige. Das raff ich nicht. Ich raff nicht, wo das hingeht bei der letzten Map. Oh, letzte Map sieht richtig krass aus. Richtig geile 80er. Oh, Rumatra. Sieht aus wie Revis Intro. Ja. Ach, das ist die Synthwave-Map, ne? Oh, da stellt sich Rumatra aber ausgesprochen interessant an. Ich schaff das da nicht so. Ich weiß nicht, wie. Nee. Wenn du unten bist, hast du gewonnen, Rumatra, oder kommt da noch eine Stage wieder, G-Time? Ich glaube, wenn der da jetzt durch das letzte Portal geht, hat er gewonnen. 10 Subgifts. Machst du gleich mit Reapers, du kriegst auch Subgifts, wenn du gewinnst. Okay. Diese, ey, ich bin drauf! Oh ja, genau das sag ich auch immer, Sebo. Aber bist du nicht, weil du Ass bist. Alter, nee, der ist scheiße. Herr Max, bist du gewonnen. Oh mein Gott, Rumatra hat gewonnen. So! Her damit! Sorry, ich war gemutet, weil ich mich so konzentrieren musste. Oh mein Gott! Was? Du hast dich gemutet? Ich war gemutet, weil ich mich so. Voll der 31er. Oh mein Gott! Hey, ich hab doch gar nicht gemerkt, dass ich nicht geredet habe. Ich hab das innerhalb von 10 Sekunden geschafft. So ein GG, Alter. Gemutet, okay. Also, ja, okay. Das kannst du haben, wenn du mit einem schlechten Gewissen vereinbaren kannst. Ja, kann ich. Mir scheißegal. Ey, Reaper, wir waren ja eigentlich verabredet, ne? Aber dann hat Max irgendwann heute Abend geschrieben, dass er dann heute losgeht. Und er war ja heute eigentlich geplant, aber weil er nicht geantwortet hat, dachte ich, der kommt gar nicht. Also hast du wieder gesnitcht für Trimax. Ich nehme Match gefunden, ne? Für Trimax. Für Trimax und Flashback. Ja, für Trimax kann man was snitchen. G-Time. Guck. Ich hab doch Dings zugestimmt, G-Time, dass ich spielen werde. Da ich Bock hab. Mode. Aber die Maps hatten wir noch nicht jetzt, ne? Spectator. Oh, fuck. Oh, das sind jetzt, da sind ganz viele verschiedene Maps. Okay, es geht wieder los, Leute, ne? Ja. Ey, apropos, ne, hier, Max, apropos. Du hast sogar in den Stream apropos. Zu mir gesagt, dass du die Leute einlädst. Oh, das. Möchte ich nochmal drauf hinweisen. Das wusste ich nicht. Alter, wie schnell ihr seid. Oh nein, das ist wieder so eine Um-Ecke-Dings-Map. Scheiße. Oh, ja, ich bin in Reapers Perspektive. Wo kann ich Reapers Perspektive? Ich sehe das Loch nicht. Matras Perspektive. Oh, was? Ich will Matras Perspektive haben. Boah, fuck, ist die Map schwer. Oha. Hä? Ich sehe das Loch nicht. Ich hasse dieses Reapers, Eis. Sehr geil. Du hast es direkt gecheckt. Oh, und die Karte. Das die kommt Karte mir bekannt ist, vor, das war die schwer. Ist tricky. Wie kann ich jemand anderes zuschauen? Ah, nee, die ist leicht. Zuschauen?
Oh mein, oh mein Gott, aber es geht ja direkt weiter. Ah, da. Okay. Jetzt wenn du einmal in der Perspektive von jemandem bist, kannst du nicht mehr wechseln, so wie es aussieht. Warte mal, ich guck mal, ob man da was anderes noch drücken muss. Oh, holy shit. Okay, got it. Ja, das letzte ist halt der Trümmerbruch aus der Hölle, ne? Die Map haben wir schon mal gespielt, die war unendlich schwer. So, bei wem bist du in der Perspektive? Bei Sebo, der kriegt's gar nicht hin. Jetzt will Sebo, ich gerne ja, du, ich glaube, wenn du einmal in seiner Perspektive bist, geht nicht mehr, dass man rauskannst. Umatra redet wieder nicht. Er redet nicht. Umatra, du musst Ich darf doch wohl reden. Ich darf, du verschwitztes Stück Scheiße. Oha, wie sauer, wie sauer. Nur weil ich nicht rede. Nur weil ich nicht rede. Pass ist so strong, Junge. Der rusht hier richtig durch. Sebo gar nicht. Ich kann die Perspektive nicht ändern. Alles von neu. Das ist die schlimmste Map der Welt. Sebo. Ja. So ein Scheiß, Alter. Martha sagt einfach gar nichts, das gibt's nicht. Das so, ich bin jetzt am Schreden, okay? Hallo, ich bin Rumatra. Schreden, Schreden sagt er. Wer schredet denn heutzutage noch, Alter? Mein Name ist Rumatra. Das ist die schlimmste Map der Welt, wirklich. Boah, aber warte mal, Sebo macht gute Curves. Was? Das sind gute Curves. Pass, muss nur noch einen Weg finden, dann schafft er das. Wie weit ist denn Ruth? Gesehen. Ist er noch weiter als in wir? In der Baum-Map? Ja, bitte? Der ist echt der weiteste. Ich? Nein, ich bin nicht der Weiteste. Ich bin auch bei der Baum-Map. Du bist der Weiteste, Reapers. Warum? Ich sehe doch die Reihenfolge da rechts. Ja, jetzt ist Sebo gerade vor dir. Der zeigt aber. Aha. Rumatra ist. Der zeigt von der Map aus gesehen, sozusagen. Genau, der zeigt gerade an, wer am weitesten bei der Map ist. Wow. Sebo ist eine neue Stage. Und dann direkt gestorben. Dann folge ich Rumatra in den Tod, Alter. Fuck you, Ruth. Sorry. Fuck you. Also eben hat Rumatra gewonnen, aber jetzt haben wir ein neues Ungleichgewicht der Mächte. Ja, Reapers ist mit dabei. Fuck, yo, wow. Also Sebo gewinnt das Ding nicht. Aber er ist ein guter Allrounder-Gamer. Sebo ist ein absoluter Casual-Gamer, aber hat am meisten The Dropper gespielt. Ja, aber das sind viele Maps, die ich noch nicht gespielt habe, ne? Da ja, aber du hast dieses Drop-Gefühl, weil du so casual bist. Die Frage ist, ob die Map jetzt jemand schafft oder ob die Map die bricht. Oh mein Gott. Alter, Sebo! Holy shit! Ey Mann, ey Mann, ich check's nicht. Hey, ich fall einfach ins Nichts. Was war das denn gerade? Hey, ich glaube, die Map ist buggt. Die Map ist buggt. Ist das ein Bug? Nein. Na klar, wo ist denn kein Bug? Ist ein Rätsel, Rumatra. Mit Köpfchen auch mal spielen. Auch mal mit Köpfchen spielen, hab ich auch mal gedacht. Sag mal das Rätsel. Das ist doch unfair, wenn Sebo einfach die Rätsellösung kennt, hä? Wenn Sebo einfach die Rätsellösung kennt, ist doch kein Rätsel mehr. Ruhig dich doch jetzt mal. Hat Sebo die Karte schon geschafft? Nein. Weiß ich nicht, nein. Also die nicht, nein. Die, aber er kommt zweite. Immerhin. Er kommt immerhin jedes Mal bis zum Rätsel, nicht so wie Rumatra. Das war close. Ätzend. Ich bin dauerhaft beim Rätsel. Was ist das Rätsel? Oh mein Gott. Chat, okay, ich frage jetzt das Rätsel. Ist doch scheiße, dass ich das Rätsel nicht weiß. Was für ein Rätsel? Doch. Es gibt kein Rätsel, bist du dumm? Doch, es gibt. Versucht so bei der Stage immer so weit wie möglich runterzukommen, um das Portal zu sehen. Da ist kein Portal. Da ist eins, hundertprozentig. Ja, doch. Ich schau gerade Rumatra zu und ich habe da kein Portal gesehen. Schau ich echt Rumatra zu? Hä? Ich guck die ganze Zeit Rumatra zu. Hä? Rumatra, bist du gerade der so mega Problem falsch geflogen. Ich gebe euch einen Tipp bei der dritten Stage für alle. Auf der linken Seite ist das Portal eher. Ihr müsst das heißt links, sobald ich umdrehe, ich check gar nicht, wo vorne und hinten ist, Alter. Ja, du warst gerade schon sehr richtig. Bist du gerade gestorben, Rumatra? Ja, ich bin gerade gestorben. Ich fliege jetzt richtig wieder neu. Dumm? Ja, warte. Wenn du stirbst, dann kann ich raus. Ja, genau, so. Ja. Ja. Nächste Stage? Nein! Und tot! Warst du das? Aber ich weiß es, glaube ich. Ja, das warst du. Ich guck dir zu, Rumatra. Scheiße, ich hab die ganze Zeit so Sebo angefeuert, wie gut er ist. Ich flieg die ganze Zeit. Wie bist du in die Perspektive von ihm gekommen? Ich war die ganze Zeit von Anfang an bei Rumatra in der Perspektive. Ach so. Ja. Boah, aber jetzt, wo ich weiß, dass es Rumatra ist, spielt er irgendwie doch schlechter. Sebo hab ich die ganze Zeit angefeuert. Bei Rumatra denk ich mir, warum stirbst du in der ersten Stage? Echt jetzt? Es geht weiter! Fick dich doch! Hat er es? Boah, nee. Jetzt schaff es! Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Du hast es fast! Wo muss ich hin? Nee, das ist. Boah. Oh, Reapers hat's geschafft! Oder? Oh nee, das war schlecht, es geht noch weiter. Das war schlecht! Es geht einfach noch weiter, G. Willst du mich verarschen? Warum hast du deinen Luftballon hier? Ja, klar, da kommen jetzt noch Karten. Wie viele denn noch? Unten hast du grüne Striche. Wenn die alle voll sind, dann bist du bei der letzten Map. Ich war drauf. Oh mein Gott, ich hasse es.
Boah, ey, wenn ich das sehe, würde ich am liebsten mitspielen, so schlecht wie Rumatra ist. Boah, hä? Nee, jetzt wär ich wieder wütend gerade. So, Rumatra in der dritten Stage. Jetzt, Rumatra, löst das Rätsel. Wo waren das gerade? Ich glaube, wenn du das als Nein, hab ich machst, nicht! Da musst du auch direkt Oh mein Gott, du warst noch. Zu kurz im Wasser! Wie, ich war zu kurz im Wasser? Wie lange muss ich denn ins Wasser gehen? Das Wasser bremst dich doch! Das Wasser zum Ausbremsen nutzen, Rumatra! Und dann, warum? Du hast das doch studiert! Und dann wohin? Und dann wohin? Muss ich wieder hochschwimmen oder was? Nee, nein, da unten ist doch das Portal! Da war das Portal direkt, du warst im Portal! Du bist im Portal gestorben! Boah, brecht ihn, ihr müsst ihn brechen! Der hat das studiert! Luft- und Raumfahrttechnik. Und jetzt weißt du nicht, dass sich das Wasser bremst. Das ist in so Minecraft. Schlecht, Alter. Ja, also ich pack da manchmal die erste Stage so einfach geradeaus runter und dann einfach nicht mehr. Egal, sag mal. So, und dann ins Wasser. Jetzt nicht vorher sterben. Ja, ins Wasser. Ich raff's nicht, ne. Nee, du bist durchs Wasser durchgesprungen. Ich kann nur durchs Wasser durchspringen, du dummer Wichser. Ich hau dir eine in die Fresse. Du beruhigst dich jetzt sofort. Es geht ums Zusammenkämpfen. Wie spielst du denn? Ey, Leute, ihr könnt es euch nicht. Rumatra schafft es jedes Mal ins Wasser, aber der springt durchs Wasser durch. Wie soll ich nicht durch dieses scheiß Hurenwasser durchspringen, Alter? Ich hau dir in deine scheiß Fresse, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Du bist so dumm. Wasser kann nicht Hurenwasser sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich schaff es jedes Mal zum Wasser und ich weiß nicht. Du machst meine Zuschauer. Oh mein Gott, Rumatra, du machst deine Zuschauer gerade so aggressiv. Wie im Wasser warten? Was im Wasser warten? Ja, es heißt warten und nicht warten. What the fuck? Oh, lass ihn. Oh, ich war auch schon weiter als Rumatra. Ich hab's die zweite auch schon geschafft. Oh mein Gott. Rumatra, bist du dumm? Ich hab die zweite schon tausendmal. Achso, du hast sie komplett geschafft, oder was? Rumatra. Guck mal jetzt, pass mal auf, Rumatra springt gleich wieder schön durch den Wasserfall durch. Pass mal auf. Er hat's geschafft. Nach links, ne? Er hat es geschafft. Rumatra, wieso hört man dich nicht? Ich hasse dich. Wie kommen eigentlich solche sadistischen Projekte hier zustande? Nee, warte, was ist das für eine Art? Ach, Reapers hat schon gewonnen. Nee, hab ich der nicht. Der ist jetzt bei der letzten Map. Ihr habt aber auch nur noch anderthalb Minuten. Ja, das was ist, wenn es keiner schafft, kriegt keiner was. Nö. Zu Arschritze. Rumatra hätte schon vor 5 Minuten weiter sein können, aber er hat den Wasserfall nicht verstanden. Und er sagt, er kann das Rätsel nicht lösen, aber das ist einfachste Physik, was er studiert hat. Oh mein Gott, es ist vor mir. Rumatra. 1:10 noch. Wir hätten seinen Ballon da mitten in der Lobby. Das ist ja völlig dumm. Oh. No way. Das glaube ich nicht. Was? Das war dieselbe Sekunde. Das ist dieselbe Sekunde. Ich hab's sogar gesehen. Oh mein Gott, ist das ein Bruch. Du bist aber auch mir gefolgt, Digga. Du hast noch gar keine Ahnung, wo es lang geht. Natürlich, ich bin dir hinterhergesprungen. Ja, das meine ich ja. Und Rumatra, um mir, damit du jetzt nicht rage, weil Reapers. Ich gönn's gar nicht, Alter. Du wärst vor 5 Minuten schon geschafft, hättest du das scheiß Wasserrätsel gecheckt. Ey, dieses Reapers gewinnt. Digga, Rumatra, das ist ein geisteskranker Bruch. Aber so was von. Recht ihn. Er wollte so sehr nochmal gewinnen. Boah, dann wäre ich lieber Dritter, wäre ich an deiner Stelle. Nee, so scheiße wie du bin ich dann doch lieber nicht, aber. Was? Du bist ja immer noch bei dem Rätsel von vor einer halben Stunde, Alter. Du bist gefühlt noch auf der. Du bist gefühlt noch bei den 10 Subgifts davor, wo Reapers noch nicht dabei war. Sehr gut, Reapers. Weil Reapers ist nebenbei und gewinnt gegen Rumatra. Weil Rumatra so doof ist und das Rätsel nicht checkt. Weil Rumatra scheiße ist, genau. Der kann das einfach nicht. Spielt hier gerade noch einer weiter? Und over. Nee. Okay, dann mache ich T/Game Mode Spectator. Hatten wir die Map schon mal? Bei Reapers zu. Tor drücken. Ich schaue nochmal bei Rumatra zu. Oh, Reapers ist vorne? Oh. Kann ich. Was? Okay, ich schau Rumatra zu, gut. Kannst du Reapers zuschauen? Das macht mich nervös, wenn du mir zuschaust. Halt die Schnauze. Oh, was? Ich clean. Selbe Map dabei. Aber jetzt kommen auch ein paar Karten, die man noch kennt, ne? Ja. Ja, wir sind alle gleich. Also alle. Wir sind alle gleich. Wir sind alle im selben Level. Sebo ist gerade vorne. Sebo ist gerade vor mir als erster durchs Portal gegangen.
Oh nein. Oh, das ist, glaube ich, Sebo seine Lieblingskarte, ja. Ne, Sebo? Abgelehnt, ja. Ich check die nicht. Alarm. Sebo weiß hier den Weg. Guckt, wie Sebo springt. Sebo, krass. Da ärgert sich Romatra, dass Sebo den Weg schon kennt. Ja. Aber so ist es halt als Casual Game. Aber ich habe die Map bisher nur einmal geschafft. So, das ist echt. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr müsst euch einmal um 180 Grad beim Sprung drehen, um in das Loch zu kommen. Ich gebe euch einen Tipp. Ja. Nicht einfach so ein Raumschiff klatschen wie Romatra gerade. Ja, ist das schon. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse diese scheiße Map. Ist das geil. Romatra, bereust du es, dass du The Dropper spielen wolltest? Habe bei Sebo damals zugeschaut. Der hat die Map über 10 Stunden lang gespielt und nicht geschafft. Der labert scheiße, 10 Stunden. Wie lange geht eine Map? Ah, hallo, hey, wie schwer ist der Jump? Seid ihr dumm? Ja, sag ich ja. Ist ja geisteskrank. Ey, ich möchte nicht nur euch brechen. Ich will so die Zuschauer brechen irgendwie. Das war so ist eine Medium-Map, ne? Es gibt noch schwer, extrem und hört ihr das? Medium. Unmöglich. Ich möchte den Zuschauern eine unmögliche Map geben. Wer es zuerst schafft, kriegt 1000 Euro. Kann man da irgendwie hacken oder irgendwie. Es gibt so Hacks, wo du den Sprung quasi, wie soll ich sagen, wie einprogrammieren kannst. Ja, das machen wir dann aus, den Hack. Ja, okay. Okay. Machen wir einfach aus. Kein Aber Problem. Du würdest das, wenn du dem Spieler immer so zuguckst, würdest du das sofort erkennen. Ja? Ja, weil der bewegt sich dann genau, also immer gleich. Okay. Oh, Sumatra. Hat er es geschafft? Oder was? Nein, er hat es quasi geschafft. Ja, der war vor mir. Das war bei mir genauso. Sieht voll so aus, als würde man es schaffen, aber denke, naja, das ist echt schwer. Seht ihr euch gegenseitig in der Lobby? Nee, naja. Ich hab die ausgestellt. Ich schon. Ich sehe alle scheitern. Alle samt. Sumatra! Ich müsste vor dem Raumschiff versuchen, schon gedreht zu sein. Sumatra versucht's anders, lass ihn. Der springt mit dem Rücken voraus. Richtig dumm. Oh, Matra. Was soll ich Schnauze halten jetzt? Ja, das ist es nicht. Boah, das ist echt ein heftiger Jump, Alter. Na, es ist Medium, ja. Ne? Es gibt da noch zwei. Das ist quasi die zweitleichteste Schwierigkeit. Mach 24-Stunden-Stream. Du wirst den voll bekommen damit, wenn du da probierst, Max. Ich sag's. Nur mit dieser Map wirst du. Wie soll es denn besser sein? Wie soll es denn besser gehen? Ich hatte sich so schon angefühlt, als wäre das. Ja, bei mir war auch schon echt gut. Aber das ist, Digga, ist krank. Der ist echt krank, der Jump. Ja. Welche Schwierigkeiten gibt's? G-Time leicht und Medium? Gibt leicht, Mittel. Oh mein Gott! Let's go! Wie viele Oh, Reapers hat's. Und es gibt dann noch schwer, extrem. Leicht und Mittel. Wie viele gibt's davon? Weil alles zusammen grob. Wie meinst du das? Wie viel gibt's? Karten? Ja, leicht und Mittel zusammen. Beides zusammen. Wie schön ist diese Karte, bitte? Ich glaube 50 Karten oder so sind das. Seid ihr dumm? Hallo? Ja, keiner sieht die Karte bisher. Wie schön ist die Map, Alter. Das ist einfach der Pariser Eiffelturm hier. Wenn er das schafft, aber dann nicht im Wasser landet, weil er so doof ist, wirklich. Wow. Du hast jetzt auch einfach schon 30 Mal den gleichen Fehler gemacht. Nervt dich das gar nicht? Hm. Du bist gut dabei, Reapers. Ja, gut. Oh mein Gott, er hat es endlich. Jetzt sehen wir die Karte. Zeig. Hä? Oh, wow. Nee, ehrlich, ey, das ist. Geil. Und Sebo, ich glaub, Sebo ist schon kurz vorm Bruch. Ich finde es interessant, dass Sebo das 10 Stunden probiert hat und nicht geschafft hat. 10 Stunden hat er gegrindet. 10 Stunden, ja. Weil eine Map auch 4 Minuten geht oder so. Kannst dich schon mal aufs nächste Level freuen, Sebo, da kommt die Freiheitsstatue. Die schaffe ich easy. Freiheitsstatue? Gut. Finde ich gut, dass es Romatra nicht aufgefallen ist, obwohl er die ganze Zeit gegen den Eiffelturm springt. Halt dein dummes Maul! Romatra ist so konzentriert. Der hat's. Bin gewonnen. Ja, gewonnen, ist vorbei. Ist gewonnen. Ja, Romatra hat schon. Maul. Er hat gewonnen. Oh, GG. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wusste auch nicht, dass das die letzte Map ist. Digga, ich hab noch voll gechillt, Alter. Ich dachte, es geht noch ewig weiter. Oh. Jawoll, ja! Her mit dem Feind. Geld! Wir haben schon 10 Stunden geübt! Ich lieb dich so sehr, 15. Sebo! Du bist so unsympathisch schlecht einfach in Videospielen! Was? Toxic, Alter, hä? Ja. Ist so toxic. Ja! Ja, Max! Danke fürs Trinkgeld, Alter! Danke, Luca, für auch nochmal die 5 verschenkt, ne? Guck mal, wenn sogar Stompy das sagt, dass du Legende bist. Ah.
Ach, scheiße.